Ja, hallo David, herzlich willkommen bei unserer Goodbye Matrix Konferenz. Ich begrüße natürlich alle Zuschauer ganz herzlich. Und ja, kannst du mal dich ein bisschen ganz kurz vorstellen? Wer bist du und was machst du gerade? Ja, hallo ihr zwei. Danke für die Möglichkeit, hier an eurem Kongress teilzuhaben. Und auch hallo an alle Zuschauer. Freut mich sehr, dass wir jetzt virtuell ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. Ja, ich bin David Bilger und bin Redakteur vom Neuzeitmagazin. Das Neuzeitmagazin ist ein relativ junges Magazin, was wir gegründet haben, um echte Alternativen zu zeigen, um gute Lösungen aufzuzeigen und ja, so unseren Beitrag zu leisten, für die Menschheit ein bisschen ja, wieder in eine freiere Zukunft zu steuern. Und ja, wir schauen immer, dass wir die Alternativen und die Lösungen, die überall so angepriesen werden, dass wir die auch wirklich unterscheiden können in diejenigen, die wirklich gut funktionieren und die anderen, die vielleicht ja, nicht ganzheitlich sind, nicht zielführend, das Problem nicht an den Wurzeln packen. Genau, das ist so unsere Zielführung. Und dazu haben wir hauptsächlich das Magazin, aber auch den großen Weg in die Freiheit-Kongress, der jetzt letztes Jahr zum zweiten Mal stattgefunden hat und jetzt im April zum dritten Mal stattfinden wird. Und so in allen Projekten, die wir machen, versuchen wir auch ein bisschen ja, mehr Qualität in die Lösungen zu bringen, mehr Qualität in die ja, Alternativen zu bringen. Das ist im Prinzip das, wo ich unsere Aufgabe sehe, weil sonst, wenn es schon jemand anders machen würde, wenn es schon jemand anders ausgewogen über die Alternativen berichten würde, dann würde ich sagen, ja, brauchen wir unser Magazin eigentlich nicht unbedingt machen. Das ist viel Arbeit, vor allem so ein Printmedium ist im Verhältnis zu dem, was nachher rumkommt, relativ viel Input. Und wenn es ist, ich war unzufrieden mit dem, was so geboten wurde, natürlich vor allem im Mainstream, aber auch in großen Teilen der Alternativen. Und dadurch sind wir eigentlich dazu gekommen, das Ganze zu gründen. Hört sich sehr gut an. Und ja, das ist ja auch genau das Thema unserer Konferenz, ja, also Wege in die Freiheit finden. Welche Möglichkeiten gibt es, aus dieser Matrix, aus diesem System auszusteigen und welche Alternativen gibt es? Und vielleicht, David, könntest du ja vielleicht erstmal so für dich deine Definition von diesem System oder dieser Matrix einmal kurz vorstellen. Und was denkst du, was hält die Menschen gefangen in diesem System? Ist es nur eine, also ein Ding, zum Beispiel nur das Geldsystem, oder ist es vielleicht viel, viel, viel schichtiger? Was würdest du dazu sagen? Ja, also vielschichtiger ist es natürlich. Aber die Frage ist gut, weil wir müssen natürlich erstmal definieren, aus was wollen wir da aussteigen und was begreifen wir als diese Matrix. Und ich glaube, da hat so jeder ein bisschen seine eigenen Vorstellungen. Ich weiß auch nicht, ob es Sinn macht, da jetzt ein konkretes Bild zu schaffen, was jetzt die Matrix ist und was nicht dazugehört. Für die einen ist schon die Dualität, in der wir gefangen sind, ist die Matrix. Und da kann ich natürlich auch ein Stück weit mitgehen, dass wir hier in dieser Inkarnation auch irgendwo in Gesetzmäßigkeiten, die wir als Naturgesetzmäßigkeiten beschreiben, gefangen sind und die aber vielleicht in einer darüber liegenden Dimension gar keine Rolle mehr spielen. Da ist die Dualität einfach neutral und einfach im Prinzip ein Spielfeld für uns. Es ist aber für mich in meinem Verständnis so, dass es nicht darum geht, jetzt irgendwie aus dieser Dualität auszubrechen, sondern dass wir hier auch inkarniert sind, um diese Dualität auszuleben, was auch dann zur nächsten Schlussfolgerung führt, bei der Frage, ob es eine Wahrheit gibt oder ob letztendlich eine objektive Wahrheit gar nicht möglich ist, weil jeder so seine eigene Realität hat. Und da ist meine Überzeugung, dass wir hier in dieser Dualität
eine Realität natürlich auch haben. Und das ist natürlich im, man könnte es auch als Matrix bezeichnen, aber ich würde diese Matrix nicht als jene bezeichnen, aus der wir ausbrechen wollen, sondern die Matrix, aus der wir aussteigen wollen. Aussteigen ist das bessere Wort. Das ist diese Systemstruktur, die wir, unter der wir alle mehr oder weniger leiden. Es gibt kaum Profiteure und viele, die sich als Profiteure einschätzen, letztendlich aber, wenn man genau hinschaut, auch Verlierer sind. Und das ist das, das sind die Systembedingungen, die Systemrahmenbedingungen. Und aus dieser Matrix, die mit Täuschung und Manipulation einhergeht, aus der versuchen die meisten, glaube ich, eben auszubrechen.